Wellreuter, seien Sie herzlich willkommen namens meines Kollegen Herrn Strickert, Dekan Katholische Kirche und von mir hier auf der evangelischen Stadtkirche auf dem Turm. Wir freuen uns, dass Sie da sind und mit Ihnen hier über die Stadt schauen können, für die, deren Spitzenamt Sie sich bewerben. Wenn wir hier über die Dächer von Karlsruhe sehen, auf welchen Werten wollen Sie denn diese Stadt? Ich denke da an den Stadtgründer, Karl Wilhelm von Baden, der damals mit seinem Privilegienbrief ja Menschen aus aller Welt nach Karlsruhe geholt hat und hat hier Steuererleichterungen versprochen, Religionsfreiheit versprochen, Bauplätze versprochen. Also Karlsruhe ist eine tolerante, eine liberale, eine weltoffene Stadt und das entspricht eigentlich auch meiner Lebenseinstellung. Und das wäre eigentlich das Prinzip, nach dem ich arbeiten würde. Ganz wichtig ist auch hier, dass wir die Menschen auch hier achten, respektieren, das auch deutlich werden lassen im Umgang mit den Bürgern. Dass wir Toleranz vorleben in der Verwaltung und auch ich als Oberbürgermeister und in Karlsruhe ein Wir-Gefühl erzeugen, das halte ich für eine ganz entscheidende Sache. Außerdem ist für mich als christlicher Wert der Begriff der Wert der Nächstenliebe ganz entscheidend. Das leitet mich in meinem persönlichen Handeln und ich muss sagen, das wäre ein Maßstab, wonach ich hier auch gerne die Stadtverwaltung ausrichten würde und praktiziere die Nächstenliebe. Mache ich seit einigen Jahren, indem ich mich hier um die Ärmsten der Armen kümmere, die Kinder, die kein Mittagessen haben, und habe da seit 4 Jahren einen Verein gegründet und habe über 400 Kinder in der Betreuung, wo wir das Mittagessen finanzieren, weil so eine reiche Stadt wie Karlsruhe, finde ich, es ist ein Skandal, dass es so etwas bei uns gibt. Und da kümmere ich mich persönlich drum und das ist so meine persönliche Lebenseinstellung und das würde ich gerne hier auch in meinem Amt so ausüben. Danke. Sie haben Kirchen jetzt schon erwähnt, christliche Werte auch erwähnt. Wenn wir hier über die Dächer gucken, sehen wir auch natürlich viele Kirchtürme, einen direkt vor uns noch, die letzte Spitze. Wie sollte dieses Verhältnis von Stadt und Kirche Ihres Erachtens aussehen? Was würden Sie sich da wünschen als Gestaltung von diesem Verhältnis? Also erst muss ich feststellen, dass nach meiner Beobachtung das Verhältnis der Kirchen zur Stadtverwaltung hier sehr positiv ist in Karlsruhe. Was ich mir wünschen würde, wäre ein konstruktiver, aber auch regelmäßiger Dialog mit den Kirchen, weil man einfach hier vom gegenseitigen Austausch lebt, von den gegenseitigen Erfahrungen und Argumenten. Und ich würde so etwas auch institutionalisieren, dass man regelmäßig mit den beiden, als Dekan der beiden großen Kirchen, auch Gespräche führt, dass ein regelmäßiger Rhythmus stattfinden lässt. Vor allem muss die Stadt und die Stadtverwaltung dankbar sein für viele Aufgaben, die auch die Kirchen in einer Stadt wie Karlsruhe übernehmen. Ich denke da an die Fragen der Kinderbetreuung oder auch der schulischen Begleitung, der Alten- und Krankenhäuser. Das sind alles große Bereiche, wo die Kirchen Aufgaben, die in einer Kommune erbracht werden müssen, einfach mit übernehmen. Und ohne diese Arbeit wäre ein Zusammenleben und eine Organisation einer Stadt schwer denkbar. Deswegen bin ich persönlich und sehr gerne über den SSL wichtigen Beitrag der Kirchen in der Stadt Karlsruhe. Okay, danke sehr. Wenn wir jetzt nochmal den Blick schweifen lassen hier über die Stadt. Ein OB wird für 8 Jahre gewählt. Wir werden also nach der nächsten Periode im Jahr 2020. Was hat sich geändert in Karlsruhe, nachdem Sie den OB Wellenreuter erlebt hat? Ja, ich würde mir wünschen, dass wir insgesamt in der Stadt einen menschlicheren Umgang miteinander pflegen, dass wir ein großes Wir-Gefühl in Karlsruhe entwickeln zwischen allen gesellschaftlich relevanten Gruppierungen, dass wir einen sehr offenen, transparenten Umgang von seitens der Stadtverwaltung mit den Bürgern pflegen, dass es eine Begegnung ist auf Augenhöhe, dass die Bürger hier spüren, dass die Verwaltung ein Dienstleistungsunternehmen ist, was für die Bürger da ist. Dass Entscheidungen nicht den Bürgern mitgeteilt werden, wenn sie bereits getroffen sind, sondern dass die Bürger aktiv in den Entscheidungsprozess mit eingebunden werden. Das wäre für mich ein ganz wichtiger Aspekt im Umgang mit den Bürgern. Und dass Karlsruhe eine starke Wirtschaftskraft hat in den nächsten 8 Jahren, dass wir uns dann viele Dinge leisten können im kulturellen Bereich, im sozialen Bereich, wozu einfach notwendig ist. Und deswegen ist das Miteinander und auch das erfolgreiche Arbeiten auch der Wirtschaftsunternehmen, der vielen kleinen Handwerksbetriebe in Karlsruhe ganz entscheidend wichtig. Dass wir ein soziales Gespür haben in Karlsruhe und dass hier keiner durchhängt und durchs Raster fällt, ist mir ganz wichtig. Dass wir auch die Schwachen und diejenigen, die sich nicht aus eigener Kraft hier aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, aufgefangen werden.
Was wären so wichtige Punkte, die ich mir vorstellen könnte, dass vor allem hier Familien mit Kindern in Karlsruhe leben, eine gute Perspektive haben, dass hier die Arbeitsplätze der Zukunft entstehen in Karlsruhe, aber dass man auch nicht die Senioren, vor allem nicht in den Stadtteilen, vergisst, dass hier das Angebot entsprechend da ist, kulturell, auch sportlich, und die Senioren sich wohlfühlen in einem sicheren, in einem sauberen Karlsruhe leben. Das wären zumal diese wichtigen Punkte, die ich mir wünschen würde und wozu ich einen aktiven Beitrag leisten möchte. Danke sehr, Herr Wellenreuther.